Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transimbert 4, der Danny Spitters. Ja, es ist ein bisschen dunkel, das wird sich aber gleich aufklären. Wir befinden uns aktuell auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Es funktioniert endlich wieder und was soll ich euch sagen? Die Mods waren schuld. Naja, so weiß man Bescheid und ich danke Ed Felix, der Weise und der Chain Simplay für ihre zahlreichen Infos und Tipps. Letztendlich waren wirklich die Mods schuld, die habe ich alle deinstalliert bzw. gelöscht und siehe da, es funktioniert wieder. Ich würde sagen, wir klären das Ganze mal so ein bisschen auf hier und damit ihr auch seht, wo wir uns befinden, wie das hier so aussieht. Ja, aktuell befinden wir uns, wie gesagt, auf der Strecke Hamburg-Lübeck und haben die Aufgabe, unseren RE nach Hamburg zu fahren, beziehungsweise genauer gesagt unseren RE83. Schiebend hinten natürlich unsere BR218 und vorne dran unser Steuerwagen, N-Wagen Karlsruher Kopf in der Dieselvariante. Und ihr seht, hier ist einiges los dort vorne. Ein sehr langer Diesel BR218 Lokzug, wie man sieht. Also Wahnsinn. Das habe ich in der Form so auch noch nicht gesehen. Also irre. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Loks. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Wunderschön. Das ist einfach, das sieht man auch nicht alle Tage. Das muss man wirklich mal so sagen. Das ist wirklich absolut genial. Mega. Wirklich mega. Macht man da gleich mal ein Foto von. Wunderschön. So, hier steht eine 628. Wartet auf Abfahrt. Dort auch. Da auch noch. Meine Güte, ordentlich Verkehr hier. Hier sogar Doppeltraktion. Hier ein Dostopark. Hinten dran, so wie es aussieht, wahrscheinlich eine 112 oder 143 würde ich ertippen. Hier ein anderer RE, der in die entgegengesetzte Richtung fährt. Und natürlich, wir haben die Aufgabe, unseren RE 83 nach Hamburg-Lübeck zu fahren, beziehungsweise nach Hamburg zu fahren. Irgendwie ist das noch ein bisschen unscharf hier. Ich weiß nicht, wieso jetzt besser. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten. Beziehungsweise das habe ich schon so einigermaßen gemacht. Wir warten eigentlich nur noch auf Abfahrt, während unser Kollege nebenan nach Kiel fährt. Ja, haben wir das Ziel Hamburg und ich würde sagen, wir machen noch ein schickes Foto, steigen ein und sehen zu, dass wir dann hier wegkommen. Sollten nicht zu spät kommen. So, hier noch ein schickes Foto, unserem schicken Steuerwagen. Und dann haben wir auch in gut anderthalb Minuten Ausfahrt. So, können wir noch mal kurz schauen, ob wir hier. Nee. Zugsicherungssystem haben wir soweit an. Genau, die sind auf Zugspitzensignale. Ich glaube, hier sind dann auch soweit. Können wir gucken, ob hier ein bisschen was los ist. Ach ja, doch, wir haben einiges an Fahrgästen hier, wenn ihr mal so seht. Also Wahnsinn, ist doch einiges los. Morgen. So, dann sollten wir Türen wieder schließen und uns dann auch an die Arbeit machen. Wie gesagt, aufgerüstet ist unser Zug, Getriebeleistung ist auf eingeschaltet. Die KWS-Fahrsteuerung ist auf eingeschaltet. Zugspitzensignale sind an. Zugsicherungssysteme sind eingeschaltet. Richtungsschalter ist vorwärts gestellt, sodass wir uns dann gleich eigentlich auch auf den Weg machen können. Bremsschlüssel ist aufgesperrt. Wunderbar. Dann haben wir jetzt in wenigen Sekunden Ausfahrt. Erster Halt Hasselbrock. 52 Kilometer. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Wir lösen die Bremse. Und würde ich sagen, los geht's.
Wunderbar, wunderbar. Nächste Station, Hasselbrook. Jetzt los. Was wird das jetzt? Keiner erzählen, oder? Siefer kann doch nicht sein. Hat gar nicht gepiept. Egal, lassen wir das mal. Na, seht mal, da kommt wieder ein Lokzug. Oder Doppeltraktion, was ist es? Ah, Doppeltraktion als Güterzug. Wunderschön. Ich habe fast die Befürchtung, dass die SIFA hier im Steuerwagen keinen Ton von sich gibt. Das ist für Außenaufnahmen natürlich nicht besonders einfach. So, wir brauchen gleich 140. Wunderschön, wunderschön. War wieder doch ein Stück zu schnell. Doch, komisch, dann weiß ich nicht, was das für ihn war. Wunderschön.
So, wir fahren über Hasselburg und schließlich Hamburg. 10:50 Uhr sollen wir da sein. Also der einzige Zwischenhalt ist Hasselburg um 10:44 Uhr. Hoffentlich schaffen wir das noch. Wunderschön, wunderschön. Haben wir dann gleich auch erreicht. Ah, seht mal. Das war doch mein Repaint. Das war doch mein Repaint. Definitiv. Ihr könnt ja gerne mal auf Pause drücken. Nee. Warum bremst ihr denn jetzt komplett? Wir waren einmal nicht so schnell wie verdrückt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das war vorhin mein Repaint. 100%. Ach, da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Ein Wagen, 218 hinten dran und dann von Essen Hauptbahnhof zurück nach Borken. Wunderschön. Es waren so geile Zeiten. Ich glaube, jeder, der das in seiner Kindheit, in seiner Jugend miterlebt hat, weiß genau, wovon ich rede. Das sind einfach Erinnerungen, die nie verschwinden. Das sind wunderschöne Zeiten gewesen. Das kann man einfach nur so sagen. Das ist einfach nur ein Traum. Dass das jetzt zurück beim TSW ist,
dass man so ein bisschen seine Kindheit hier wieder aufleben lassen kann, das ist schon echt geil, finde ich. Und endlich funktioniert die Strecke Hamburg-Lübeck wieder. Wunderschön, wunderschön. So, 40 Kilometer noch bis Hasselbrook. Langsam. Oh, haben wir rot. Ei, was ist denn jetzt los? Müssen wir mal ganz schnell unter 85 kommen hier. So, dann schauen wir mal, was das Problem ist. Direkt hinterm Bahnsteig, okay. Sorry, geht ja aber auch nicht.
und deine 628 auf Ausfahrt wartet. Ah, da hinten ist der Grund. Das ist der Grund. Ja, aber. Hä? Ah, okay. Wollte gerade sagen. So, wir dürfen wieder. Sollten wir das tun? Lösen die Bremse. Und dann geht's weiter. Wunderschön, wunderschön. So, wir hätten da jetzt natürlich die Türen öffnen können, aber da das kein offizieller Halt ist, werden dann natürlich auch die Türen nicht geöffnet, weil das dann zu lange dauern würde. Wenn jetzt zum Beispiel der, das Signal wieder auf Halt springen würde und dann ist dann noch der Ein- oder Ausstiegprozess noch nicht abgeschlossen, dann würde das einfach zu lange dauern. Und deswegen, wo kein offizieller Halt ist, werden auch keine Türen geöffnet. Ich glaube, so einfach kann man das zusammenfassen. So, da sieht es nach dem Gegenzug aus. Sehr wohl. Ah ne, Güterzug, sorry, alles klar. Ich dachte, das käme jetzt der Güterzug entgegen aus Hamburg. Der RE83 von Lübeck nach Hamburg. Von Hamburg nach Lübeck, sorry. Der würde ja dann logischerweise Lok vorausfahren. Aber vielleicht treffen wir den auch in Hasselburg. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir sind ja eh ein paar Minuten in Verzug. Erstens, weil wir in Lübeck diesen komischen Halt hatten. Warum auch immer. Und jetzt wegen dem roten Signal sind wir ein paar Minuten hinten dran. Ich hoffe, dass wir doch noch einigermaßen pünktlich kommen. Das ist eine normale RE mit einer 146.
So, wir haben noch 30 Kilometer bis Hassebrook. Keine 20 Minuten mehr, dann sollen wir schon da sein. Boah, schaut euch die Gegenseite an. Das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Hat der RE gerade alle rausgeschmissen? Wahnsinn. Unserer Seite so gut wie gar nichts und da links der Wahnsinn. Erinnert mich an die Zeiten des 9-Euro-Tickets. Wisst ihr das noch? Wahnsinn. Was waren die Nahverkehrszüge voll? Alter Schwede. Boah, Schweiß und Knoblauch und boah, ich weiß nicht, das waren boah, nie wieder, nie wieder. Und im Gegenzug waren die Fernverkehrszüge natürlich schön leer. Das hat auch wiederum sein Gutes. Da war eine Sitzplatzreservierung fast unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Aber die REs und so weiter, die, boah, Alter. Dagegen war ein Schweinestall gut riechend, das sag ich euch. Ich schwör's dir, das war, boah. So, 110 und gleich 90. Wieder aufschalten. Sehr, sehr nice. Dann nähern wir uns unserem ersten Halt, unserem einzigen Zwischenhalt. Also ich weiß noch ganz genau, früher in der Kindheit und Jugend, wie wir immer von Essen nach Borken und zurück, beziehungsweise von Borken nach Essen und zurück, hin, schön mit der BR218 vorneweg. Und wenn man dann in Essen fertig war oder aus dem Urlaub zurückkam,
in Essen umgestiegen ist, in den RE14 rein, beziehungsweise in den Borkner rein. Und man saß zum Beispiel ziemlich vorne hinter der Lok. Da merkte man das immer, wenn sie angeschoben hat, wenn sie an die Wagen rangefahren ist, mehr oder weniger so. Das war schon echt, das war ein geiles Gefühl einfach. Den Sound zu hören, das war einfach nur geil. Schade, dass es heute nicht mehr fährt. Schade. Damals mit Silberlinge, mit grün N-Bahn, mit Rot-Weiß, so wie wir jetzt hier haben. Also es war alles dabei, bunt gemischt. Waren schon echt tolle Erlebnisse, muss ich wirklich sagen. Kurz 120. Wieder ein normaler RE. Ich glaube mit einer 143, so wie es aussieht. Oh geil, das war der Gegenzug. Können die Geschwindigkeitsrekord aufstellen, Wahnsinn. Oh, seht mal, 46,3 Kilometer mit dem
Steuer waren 463 bzw. 463. Wahnsinn. Haben wir das auch erledigt? Wir können ja vielleicht gleich, wenn wir in Hamburg sind, als Passagier noch mitfahren. Dem RE83 Richtung Lübeck vielleicht. Schauen wir mal. Macht bestimmt auch Laune. Ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das bestimmt spannend ist. So. 20. Wir sind ja dann noch fast in Hasselburg, dann passt das ungefähr, dass wir da eingebremst werden. So, 120 haben wir jetzt hier im Moment erreicht. Brauchen wir gar nicht groß reagieren. Lass uns hier so ein bisschen ausholen, würde ich sagen. Oh, wir haben gleich rot. Eieieiei. Ist wieder mal unser Gleis besetzt oder was ist da jetzt Phase? Ach, hat sich in dem Moment erledigt. Wunderbar. So, damit erreichen wir Hasselburg. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Hasselburg. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Voraussichtlich links. Das schicke Riesenrad. Wunderbar. Wunderschön.
einfach geil. Wunderschön. Genau, Schranken oben. Genau mein Humor. So. Ja, vor Hasselbrook noch rot. Ich wollte was sagen, irgendwas ist doch da. Ah, toll. So. So, dann sind wir tatsächlich pünktlich in Hasselbrook. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Mein Gott, ey. Manchmal reagiert er überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Manchmal reagiert er nicht, der Siegvertaster. Ich verstehe es nicht. So, sind wir. Also wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, er reagiert nicht. Man drückt auf die Taste drauf und es passiert nichts. So. Ankunft Hasselbrook. Türen verriegeln.
Du hast es gerade noch geschafft, Kollege. Gerade noch. Und dann haben wir Ausfahrt. Nächste Station, Hamburg Hauptbahnhof. Sitzt auch nicht mehr so weit weg. Mein Gott. So, dann können wir ein bisschen ausschalten. Zumindest 60. Wunderbar, wunderbar. Ein bisschen mit der Bremse spielen hier. Witzig. Gott, müssen wir jetzt hier B440 drücken oder? Oh, bitte, wie funktioniert das nochmal? Es hat funktioniert anscheinend. Ich habe jetzt einfach mal B440 gedrückt, anscheinend hat das funktioniert. Auf jeden Fall haben wir keine Zwangsjacke kassiert. Jetzt ist schon mal viel wert. Ich erinnere mich, glaube ich, an ein Güterzug-Szenario. Da hat das überhaupt nicht funktioniert. Also da bin ich schon mal froh, dass das jetzt geklappt hat.
fahren wir schön geschmeidig in den Hamburger Hauptbahnhof rein, wobei wir wahrscheinlich eine Minute zu spät kommen werden, wie sich das Ganze darstellt, aber dem ist dann halt so. Das liegt mit Sicherheit an der kleinen Sieferzwangse kurz vor Hasselbrook. Aber das muss man dann halt mal so hinnehmen. Wobei, vielleicht schaffen wir es ja noch innerhalb der Zeit anzukommen. Sekunden noch mit ranrollen und anhalten. Das könnte klappen. Es wird knapp, es wird knapp. Siehste, das war mir nämlich klar, dass es nicht reichen wird. Naja, dann ist dem halt so. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und dann können wir mal schauen, ob hier irgendwo noch so ein RE steht. Sieht aber aktuell nicht danach aus, als ob wir hier gleich irgendwie... Ne, das haben wir erstmal geschafft. 552,5 Punkte Geschwindigkeitsüberschreitungspunkte abgezogen. Naja, so ist das halt. Immerhin haben wir trotzdem Diamant erhalten, oder wie man das auch immer nennen mag. Das heißt, wir haben eigentlich die höchste Punktzahl erreicht, oder die Punktzahl erreicht, die man dafür erreichen muss, um das zu erhalten. Benötigt haben wir 48 Minuten 36 für das ganze Szenario. Könnt ihr mal kurz schauen, was hier noch so an Rollmaterial rumsteht, wir vielleicht irgendwo einsteigen können, wo eine 218 dran steht. Aber was wir auf jeden Fall machen können und werden, ist den Motor ausmachen. Ich glaube, genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt können wir mal schauen, was hier noch so rumsteht. Während hier eine Menge Leute aussteigen. Wahnsinn, was hier, was wir befördert haben. So, dieser Zug wird dann gleich weiterfahren über Bad Schwartau nach Kiel. RE83 um 11.17 Uhr. Da hat ja noch ein bisschen Zeit. Da fällt der nächste ICE rein. Aber nach einer 218 sieht es jetzt hier aktuell nicht aus. Schade eigentlich. Aber dann ist das halt so. Naja, das war's dann mit unserer Fahrt von Lübeck über Hasselbrook nach Hamburg Hauptbahnhof mit unserem RE83 Steuerwand voraus. Die erste Fahrt mit dem angepassten Karlsruher Kopf-Endbahn an die Diesel-Lok. Lässt sich soweit gut fahren. Die Siefertaste klemmt manchmal ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber ja, das ist nun mal so. Muss man ein paar Mal öfter drücken, da passt das. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie ging es doch hier auf die andere Seite, oder meine ich das nur? Man könnte doch darüber gucken. Oder bin ich jetzt komplett verloren? Irgendwie war das doch. Naja, egal. Eigentlich konnte man auf die andere Seite, zumindest wo ich in Hamburg war, war das so. Aber das haben sie, glaube ich, gar nicht dargestellt. Was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Ja, können wir auch nicht. Hier ist der Ausgang. Da ist das, da stehen wir. Und es gibt doch hier zwei Seiten von dem Bahnhof. Genau. Hier ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Da konnte man doch praktisch hier so treppenmäßig, genau, war das ein Durchgang. Der Hamburger Hauptbahnhof, ein wunderschöner Bahnhof, kann ich nur empfehlen.
Für alle die noch nicht da waren, man kann wunderbar von hier spotten. Und dann, also ich stand hier so in dem Bereich und habe dann hier alles gespottet. Das ist wirklich ein wunderschöner Bahnhof, absolut traumhaft. Für alle die sich gerne mal hier, die gerne mal eine Reise hierhin machen möchten. Es lohnt sich auf jeden Fall, ist auch gut zu erreichen. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, kann ich nur empfehlen, Hamburger Hauptbahnhof, wunderschön, traumhaft. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario und ja, wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Peter. Schaut rein. Ciao, Servus und Tschüss.